Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen und sorry, dass ich es gestern zeitlich leider nicht mehr geschafft habe, ein Video zu drehen. Dafür werden wir heute alles nachholen und gestern gab es ja theoretisch sowieso nicht viel, was es zu sagen gab. Wir sind ziemlich seitwärts konsolidiert, deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt gleich an mit dem Bitcoin-Chart. Wie wir sehen, also wie gerade eben gesagt, wir sind hier seitwärts konsolidiert, hatten einen kurzen Wick an unsere 0786er Fibonacci Retracement Level und an diese 6 Stunden Supply-Zone. Das Volumen hat weiterhin abgenommen, also wir hatten hier nochmal einen schönen Pump auf dem 4-Stunden-Chart. Seitdem hat sich wirklich nicht mehr viel getan. Momentan sind wir bei ungefähr 55.100 US-Dollar, haben gerade einen liven kleinen Abverkauf hier wieder. Den hatten wir heute Nacht schon mal, sind dann bis auf ungefähr 53.800 US-Dollar gefallen, hatten dann aber eine starke Reaktion und sind sofort wieder aufgekauft worden von den Bullen. Das heißt, die Bullen sind auf jeden Fall dran und versuchen den Preis weiterhin zu pushen. Der RSI hat deutlich abgekühlt, mittlerweile befinden wir uns im 4-Stunden-Chart bei ungefähr 46, was auf jeden Fall gut ist, dass wir nicht mehr im überkauften Bereich sind. Deswegen ist es eigentlich relativ gesund, dass wir jetzt hier weiterhin konsolidieren und dann wirklich versuchen, den nächsten Push hier nach oben in die 6-Stunden-Supply und das 0786er zu starten. Was jetzt auf jeden Fall wichtig ist, das habe ich auch die anderen Videos schon angesprochen, ich will hier auf jeden Fall einen 4-Stunden-Close über dieser Zone sehen, mit Volumen und auf jeden Fall auch über den Monthly R2, weil das ist eigentlich so unser letzter richtiger Widerstand, bevor es dann Richtung All-Time-High geht. Also wir haben dann wirklich nur noch dieses Psychologische, was uns im Weg steht, nämlich unser All-Time-High bei ungefähr 64.000, 65.000 US-Dollar, je nach Börse, das ist ein bisschen unterschiedlich. Momentan müssen wir jetzt aber wirklich gucken, dass dieser Bereich hier auf jeden Fall hält. Sollten wir jetzt wirklich unter die 53.800 fallen und keine Reaktion sehen, ist es natürlich möglich, dass wir hier nochmal in Richtung Monthly R1 gehen bei ungefähr 51.300 US-Dollar oder möglicherweise nochmal unser Golden Pocket bestätigen. Ich kann es ja auch nochmal kurz reinzoomen. Wir haben nämlich hier ein schönes Void gebildet, also hier ist nichts dazwischen, sage ich mal, in dem Bereich zwischen 51.800 bis jetzt ungefähr hier die 53.500 US-Dollar. Also der Bereich dazwischen ist wirklich spannend. Sollten wir da reinkommen, kann es wirklich schnell nach unten gehen, dass wir hier wirklich nochmal im Bereich der 51.000, 52.000 US-Dollar gehen. Ich persönlich habe da noch ein paar Orders liegen, einfach um meine Long-Position noch ein bisschen zu vergrößern. Mein Einstieg ist mittlerweile bei 44.000 US-Dollar. Ich habe auch schon ein bisschen Profite genommen, aber nur um euch mal ein bisschen auf ein Update zu halten. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir weiter bei Ethereum. Gehen wir heute mal alles durch. Ethereum hat sich relativ wenig getan. Also wir konsolidieren hier weiterhin in dieser Range zwischen ungefähr 3.350 und ungefähr, sagen wir, 3.600 US-Dollar. Tut sich wirklich wenig. Auch hier Konsolidierungsphase. Wir haben im RSI einen Downtrend gebildet. Den möchte ich auf jeden Fall durchbrochen sehen, auf jeden Fall mit Volumen. Auch Ethereum hatte hier mal eine schöne 4-Stunden-Kerze bei diesem Bitcoin-Abverkauf, aber momentan tut sich auch hier reichlich wenig. Also wir haben jetzt auch hier einen kleinen Abverkauf momentan im 4-Stunden-Chart. Müssen wir heute auf jeden Fall mal beobachten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den richtigen Altcoins. Da gucken wir uns aber vorher mal die Bitcoin-Dominance an. Momentan sind wir bei ungefähr 45%. Haben wir gestern gesehen, also gestern die Altcoins, während Bitcoin konsolidiert ist, haben ordentlich geblutet. Wir hatten teilweise Altcoins zwischen 5 und minus 10% abgesackt und das lag natürlich auch an dieser Bitcoin-Dominanz hier. Wir waren kurzzeitig mal bei ungefähr 46-47%, haben aber diesen Monthly R2 als Widerstand momentan und wir haben es nicht geschafft, hier wirklich einen Durchbruch zu schaffen und den zu halten. Deswegen fällt jetzt momentan wieder die Bitcoin-Dominanz ein bisschen. Sollte jetzt Bitcoin natürlich weiter fallen, wird diese wieder steigen. Aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum gestern die Altcoins so geblutet haben. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit Cardano an. Cardano, ich habe dieses Symmetrical Triangle jetzt mal raus, weil wir das einfach bestätigt haben und jetzt runtergefallen sind, aber auch wirklich kein Volumen hier in den Markt gekommen ist. Wir traden hier weiterhin in so einer Range zwischen 2,30 Dollar und ungefähr 2 Dollar. Wie gesagt, 2 Dollar ist so wirklich meine Kaufzone. Da habe ich ja hier schon den Dip gekauft, hier habe ich den Dip gekauft und ich werde den Dip auch wieder kaufen. Also das ist so momentan so meine Zone. Sollten wir noch ein bisschen tiefer gehen, habe ich euch ja auch schon mal gesagt, das ziehen wir jetzt mal ein bisschen weiter rüber, wäre die nächste Kaufzone für mich jetzt bei 1,77 Dollar. Auch wenn wir hier ja kein richtiges Void haben, aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass wir hier, sollten wir unseren Supportbereich hier in dem hier bei ungefähr 1,90 Dollar nochmal durchbrechen, wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Schauen wir uns mal Elrond an. Elrond hat eigentlich relativ wenig momentan zu tun. Unser Long läuft ja weiterhin von hier, beziehungsweise von hier sogar weiter, hat sich wenig verändert. Ich habe ihn weiterhin offen. Den Monthly Pivot können wir hier ein bisschen als bestätigt dasehen. Aber auch hier tut sich reichlich wenig. Wir haben abfallendes Volumen. Der RSI hat deutlich abgekühlt. Mein Ziel ist weiterhin hier dieser Monthly R1 bei ungefähr 298 US-Dollar. Profite würde ich, wie gesagt, bei ungefähr 280, 290 US-Dollar nehmen. Gut, Solana
Habe ich ja gestern ein Update in die Telegram-Gruppe gepostet. Wie gesagt, könnt ihr gerne reinkommen. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, würde mich auf jeden Fall freuen. Werden auf jeden Fall immer mehr. Und die Leute bedanken sich auch für die tolle Gruppe. Also wir haben echt eine tolle Atmosphäre da drin. Gut, wie gesagt, wir haben gestern hier das 0,5er Fibonacci Retracement Level nochmal als Support bestätigt. Haben wir bis jetzt auch hier gar nicht mehr so richtig angetestet gehabt. Also ist eigentlich relativ gut, dass wir das nochmal als Support bestätigt haben. Können jetzt natürlich auch hier sagen, okay, wir haben jetzt hier einen kleinen Downtrend gebildet. Wichtig ist hier auf jeden Fall nicht runterzufallen, weil dann wird es wirklich beängstigend, sage ich mal, dass wir hier wirklich nochmal in den Bereich der 120 US-Dollar fallen. Und was jetzt natürlich wieder ein bisschen Widerstand ist, ist dieser Monthly Pivot und unser Golden Pocket. Also wir schaffen es hier nicht nachhaltig, vor allem wir haben kein Volumen hier im Markt, hier mal drüber zu kommen. Kann jetzt natürlich auch sein, kann ich euch mal einzeichnen, dass wir hier wirklich ein bisschen in dieser Range traden die ganze Zeit, bis wir dann irgendwann mal einen Ausbruch nach oben sehen. Aber momentan ist es wirklich noch ein bisschen zu früh, dass sich das abzeichnet. Gut, VeChain ist hier weiterhin, sage ich mal, in unserer Konsolidierungsphase um den Monthly Pivot. Wir hatten hier zwar gestern einen kleinen Abverkauf, der aber sofort wieder aufgekauft wurde. Das war der Punkt, wo ich euch gerade eben gesagt habe mit der Bitcoin Dominance, wo sie da ein bisschen abgefallen ist. Aber wie gesagt, da tut sich auch reichlich wenig. Altcoins sind entweder in der Seitwärtsphase oder verlieren momentan gegenüber Bitcoin deutlich. IOTA, gleiches Bild, wenig getan. Wir hatten hier diesen Pump bei ungefähr 1,50 $, wo ich euch gesagt habe, nehmt bitte Profite. War auch ganz gut, weil dann sind wir wieder ein bisschen abgefallen. Aber auch hier, sag ich mal, haben wir hier echt eine Range, wo wir die ganze Zeit drin traden. Was ich hier auf jeden Fall sehen will, dass wir hier auf jeden Fall mal bestätigt hier wirklich ausbrechen und mit Volumen und diesem Monthly Pivot auf jeden Fall als Support bestätigen. Auch der RSI hat deutlich abgekühlt, gefällt mir gut. Also momentan sieht alles wirklich relativ gut aus, auch wenn wir jetzt mal ein paar Verluste einfahren. Ist es wirklich gut, mal so eine Seitwärtsphase zu haben nach so einem enormen Run-Up. So. Schauen wir uns noch XRP an. XRP hat den Monthly Pivot perfekt bestätigt. Das habe ich euch, glaube ich, auch in die Gruppe gepostet. Das war ja eigentlich dieser Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, da würde ich auf jeden Fall einsteigen. Bin ich auch mit einer Mini-Position eingestiegen. Aber ich habe meinen Stop-Loss auch hier ziemlich eng gesetzt. Also hier auf jeden Fall im Bereich der 1,3 $. Also viel Verlust ist es nicht. Es ist auch wirklich nur eine kleine Position, die ich da aufgemacht habe, weil mir XRP immer noch ein bisschen zu heikel ist. Das Fractal habe ich rausgenommen. Das ist invalide geworden, nachdem wir hier deutlich runtergefallen sind. Gibt es nichts zu sagen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns noch Compound an. Compound, ich bin immer noch in meiner Long Position drin. Die haben wir hier unten rum eröffnet bei 285 ungefähr. 285, 90 rum. Bin ich auch weiterhin drin. Ich bin auch überzeugt, dass wir hier immer noch in Richtung des Monthly Pivots kommen. Wir bestätigen hier immer wieder dieses Falling Wedge, unser ehemaliges. Müssen wir abwarten, wann hier endlich mal Schwung reinkommt. Also wir sehen hier ein weiterhin abfallendes Volumen. Lange kann es nicht mehr dauern. Die Frage ist, wo geht's hin? Das sehen wir dann im Chart, da werde ich auf jeden Fall ein Update da lassen in der Gruppe. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt wieder fürs heutige Video. Heute mal nicht so lang wie die letzten Videos. Und wie gesagt, nochmal sorry, ich habe es gestern leider zeitlich nicht mehr geschafft. Wie gesagt, Krypto ist weiterhin nebenberuflich noch. Hoffentlich wird sich das irgendwann mal ändern. Und wie gesagt, nächstes Jahr wird sich das alles ein bisschen ändern. Dann gibt es mehr Livestreams. Da können wir dann auch mal quatschen. Ich habe es ja auch schon in der Gruppe gefragt, wann ihr euch einen Livestream wünscht. Die meisten sind so Donnerstag oder Freitag 19 Uhr rum. So werden wir das wahrscheinlich auch dann handhaben. Und den Rest besprechen wir dann, sage ich mal, jetzt zu gegebener Zeit. So nach und nach wird es dann mehr Infos geben, wenn das alles ins Laufen kommt. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch ganz kurz News rein. Binance Coin und Chili's Altcoin-Chart-Analyse habe ich euch gestern noch erstellt. Könnt da gerne vorbeigucken. Werde ich euch den Link auch noch in die Gruppe reinstellen. Das habe ich gestern zeitlich auch nicht mehr geschafft. Werde ich alles noch nachholen. Und dann noch eine News, die habe ich euch aber reingestellt. Bitcoin-Wachstum ermöglicht staatliche Investitionen in ein Krankenhaus. El Salvador hat ja, glaube ich, ein Hundekrankenhaus oder beziehungsweise Tierkrankenhaus durch diese Bitcoin-Erlöse, sage ich mal, oder will es bauen. Also auf jeden Fall top, das sieht man auch mal, was Bitcoin, sage ich mal, ermöglicht und tut auch mal Bitcoin in ein anderes Licht rein. Gut, dann würde ich sagen, war es das wieder fürs heutige Video. Ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Wünsche euch noch einen guten Tag und ich werde euch auf jeden Fall die ganze Zeit Update lassen in der Telegram-Gruppe. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ein Abo. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder und stay crypto.